Ja, liebe Freunde, auf dem Weg zur Perfektion habe ich wieder mal ein bisschen vorgearbeitet, wie man unschwer erkennen kann. Die Kraftwerke laufen, oder zumindest schon mal eins. Das heißt im Umkehrschluss natürlich auch, dass ich schon Raffinerien angeschlossen habe. Ja, ich habe so Kleinigkeiten erstmal gemacht. Vor allen Dingen erstmal schon mal ein paar Investorenhäuser geholt. Die sind momentan natürlich noch nicht so zufrieden mit der ganzen Sache. Ist aber nicht so schlimm, weil ich den Einfluss brauchte. Ja, das Wichtigste habe ich hier gemacht schon. Ist aber nichts Besonderes. Die ganzen Quarzgruben schon mal vorbereitet und die Affenmeisterei. Musste hier ein Haus rausnehmen, damit eben halt auch hier Strom rankommt, ne? Weil die Küste können wir ja ruhig nutzen, die ist ja schon mal da. Ne? Und dementsprechend kommt hier auch ein Dampfschiffkraftwerk mit ran. Hier steht dann auch noch die Hafenmeisterei, das heißt, man könnte das hier sogar noch austauschen im Notfall, damit man mal ein Schiff bauen kann oder boosten. Das ist echt schön ausgetauscht, finde ich. Oder gut austauschbar, sagen wir es so. Ja, der Ölhafen ist dadurch hier nach oben gerutscht. Da ist er natürlich ein bisschen besser, weil die Strecke einfach dann ein Stück kürzer ist. Ne? Ja, jetzt fahren hier erstmal die Züge und dann, ja, was ich noch sagen kann, Kaffee kommt schon. Habe ich schon die erste Route rübergelegt. Hier alles, was Weltstadt ist. Kaffee sind nur 3 Stück. Die fahren erstmal nur bis, also fahren erstmal durch, weil der Umschlagplatz hier unten noch nicht fertig ist. Ne? Hier ist schon mal alles vorbereitet und so ein bisschen wurde hier schon an Holz produziert und Steine, damit wir dann schon ein bisschen was da haben, wenn wir es brauchen. Ja, wie gesagt, Kleinigkeiten. Ne? Noch nichts Festes, weil das kommt jetzt wieder hier mit euch. Glühbirnen wird auch schon mal produziert, aber die müssen jetzt erstmal kurz weichen, aber ich weiß noch nicht, wo ich die hinstellen soll. Dann geht mal kurz da ein. Erstmal umgestellt. Weil, wir hatten ja vor. Also hier soll auf jeden Fall Holz hin. Holzfällehütten. Dazu brauchen wir nochmal ein bisschen. Nur ein bisschen. Ein paar Einflusspunkte. Jetzt haben wir wieder 42. Sehr gut. So, jetzt können wir nämlich wieder ein bisschen bauen. Weil ich will das nämlich schon mal perfekt und fertig machen. So, weil das passt hier so gut hin. Das ist schon Hammer, ne? Wie wirklich jeder Kreis neben dem anderen sitzt hier. So. Mal gucken, wie wir es hinkriegen. Ich habe schon alles geholt, alles, was ich haben will. Ich will auf jeden Fall die Schere haben. Dann will ich auf jeden Fall, warte mal, das tauschen wir mal nach Prioritäten. Warte mal, ist er auch episch? Ja, er ist episch. Gut, dann darf er da bleiben. Die venezianische Sägemaschine und die Handsäge. Dann hätten wir erstmal alle drin. Ist das richtig? Ist der Holzfällehütte, Holzfällehütte, Holzfällehütte. Gut, alles klar. Ne? Nicht, dass da nachher Sägewerk steht. Dann kann sich ja auch mal vertun. So, jetzt müssen wir gucken, ob das jetzt, wie viele kriegen wir jetzt hier rein? Ne? Bauen wir die hier mit durch? Warum eigentlich nicht? Probieren wir es mal. Wir haben ja wieder Zeit. Wir gucken uns die Sache erstmal an, dann entscheiden wir, wie wir das bauen. Ich will die nach unten haben. Nach unten sieht es besser aus. Halt, noch ein. So, alles schön gleich. Peng, peng, peng. Jetzt muss das natürlich auch noch alles passen. Da haut auf jeden Fall irgendwas nicht hin. Bauen wir mal die Straße. Wie viel Abstand sind dazwischen? Hier sind 2, hier ist 3, das ist einer zu viel. Das heißt, da ein und da ein. Wir lassen mal ein bisschen Raum und Platz. Ne, hier sind es, jetzt sind es da 3, 3. Toll. Wieder einen rüber. Wieder einen rüber. Jetzt mal gucken. Ziel sind eigentlich 9. Das wäre super. Oder wenigstens 8. Das Kraftwerk muss aber da stehen bleiben. Wie weit können wir denn die Jungs hier zusammenstellen, so dass es noch funktioniert? Der hat jetzt zurzeit nur noch 97. Das ist schon mal schlecht. Das nun ja. Wie ist denn, wenn wir das jetzt hier reinbauen? Wie ist denn das? Also hier müssen 2 hin. Da weiß, ne? Das muss so.
Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass das hier schon wieder nicht so hinkommt, wie sein sollte. Wir brauchen hier also wieder Platz. Du verschwinde mal, nur dir auch. Brauche ich gerade nicht. Ist ja gerade alle arbeitslos. Macht mal Feierabend. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. So, weil hier muss auch noch eine Schiene lang. Das muss jetzt alles passen. Ich könnte das natürlich auch noch ausweiten. Wie würde das sich denn machen? Nehmen wir jetzt mal an, wir bauen das wirklich so. Dann haben wir nur 99%. Das ist scheiße. Aber wir haben ja noch das Item. Na, gut. Wenn wir jetzt das Item drin haben, müsste der ja bei 100 stehen, richtig? Ja. Wie ist das denn, wenn wir da jetzt... wo ist die Schiene? Wo war die Schiene? Hier war die Schiene. Nein, da. Entschuldigung. Wenn wir jetzt also hier noch die Schiene mit durchziehen. Einfach so, weil es cool aussieht. Ist das Ding dann immer noch bei 100%? Ja, ist es. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 97. Die können wir aber jetzt nebeneinander ballern. Jetzt reizen wir das aus. Jetzt spielen wir aber. Oh, oh, oh. Bittergewitter. Warte, erstmal ihn weg. Jetzt wird schlimm. Holla die Waldfee. Also, die können wir hier nebeneinander ballern, wie wir wollen. Das ist ja super. Das ist ja klasse. Das ist ja der Hammer. Holzsparen leicht gemacht heute hier mit Hiroguland. Das passt nicht. Was haben Sie getan? So. So. Jetzt nur noch den anschließen und dann hätten wir es. Ne? Alle bei 100? Alle bei 100. Keiner beschwert sich. Alle sind zufrieden. Wunderbar. So wie ich es gern hätte. Und wir nutzen sogar noch diese Ecke hier unten. Oh! Sehr gut. Jetzt muss das hier nur noch auf der anderen Seite klappen. Dann ist die Welt in Ordnung. Bis da müsste ich ihn haben. Und dann würde das hier doch nicht mehr zählen, ne? Ja, das ist das Problem. Wir kriegen da nur 6 rein. Na? Wild haben wir ja leider hier nicht. Sonst würde ich ja gerne hier auch noch Wild mit anpflanzen, ne? Also Jagdgründe, aber die haben wir ja leider nicht. Müssen wir also mit dem arbeiten, was wir haben. Ist aber nicht schlimm. Das, was wir haben, das reicht auch. So, hier haben wir natürlich jetzt noch die Grube dazwischen. Das ist natürlich ein bisschen dämlich. Aber wir können ja trotzdem noch ein bisschen schieben. Schieben. Dudai, 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 dudai. Zack, lassen wir da nur 3 frei. Schieben wir das hier einfach da. Du, da, du, da, da. So. Oh nein! Schwupp. 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 Bisschen zu viel genommen. Ja, entspann dich, Mann. Du schießt hier an der Kante, du schießt da an der Kante. Ja, lassen wir es doch so. Müssen natürlich jetzt ein bisschen gucken, dass wir das hier alles schön mit reinkriegen. Mit viel Liebe natürlich. Aber ansonsten kann ich doch damit erstmal arbeiten. Wie viel Prozent kriegen wir da raus? Wir haben jetzt 125 extra. Das heißt, wir haben jetzt das quasi über das Doppelte. 125 machen wir also so Pi mal Daumen für 13, 14 Farmen. Sehr gut. Das ist das, was ich wollte. Zweiter Punkt. Wie kriegen wir das jetzt hier mit der Stromversorgung hin? Hier, du stell dich da mal hin. Sei ruhig. Hol mal das Lager da hinten ab.
So, jetzt wird das wieder eine Kunst. Wir müssen jetzt wieder alles beachten. Jetzt soll alles miteinander zusammenhängen. Ne? Hier sollen die Glühfaden produziert werden, dann sollen hier aber auch gleichzeitig die Dampfwagen produziert werden und die Gestelle für die Wagen. Und am besten noch die Glühbirnen, die müssen auch noch irgendwo hin. Also drei Komponenten, die alle nebeneinander stehen sollen und alle am besten geboostet werden. Und jeder soll Strom haben. Das wird lustig. Das wird jetzt die Highlight-Aufgabe des Tages. Wie kriegen wir das hin, dass das alles hier drin steht? So, diese Gestelle müssen nicht unbedingt mit drin sein, irgendwo geboostet, weil es gibt eigentlich nichts großartig, womit ich die boosten kann. Ja, diese Wagengestelle. Ich weiß nicht, ob die mit bei Dampfwagen mit reinzählen. Wir können es mal kurz probieren. Dampfwagenproduktion. Hauen wir mal kurz das Ding rein. Nein, es zählt nicht. Gut zu wissen. Hätte ja sein können. So, diese Teile müssen hier hin. Die können nämlich Holz holen. Ne, die können sich von hier aus Holz holen. Das ist super eingeplant. Das ist absolut genial. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, wie viele wir jetzt hier nebeneinander kriegen. Aber das ist manchmal ist das Leben schon genial. Oh, ist das Hammer. Aber ob drei Stück reichen? Ich weiß nicht. Drei Stück habe ich schon bei mir. Ich würde sagen. Wie sieht es denn aus, wenn wir das so machen? Aber bleiben ja drei übrig. Drei übrig bleiben. Wer mag da schon drei? Obwohl, wir könnten ja hier auch noch eins hinstellen. Also, so schlecht wäre das jetzt auch nicht. So wird einmal vier hinpassen. Warte mal, wie war nochmal das Verhältnis? Irgendwas von irgendwie ganz komisch. Warte mal. Du brauchst 1 Minute Verarbeitungszeit. Du brauchst 2 Minuten Verarbeitungszeit. Und du brauchst, den brauche ich nicht mehr. Entschuldigung. Ne, die Glühfadenfabrik braucht 40 Sekunden. Gut, das können wir jetzt erstmal nicht berechnen. Das ist zu hoch. Also er braucht 2 Minuten, das heißt das Doppelte. Wir brauchen mindestens 4 auf 2, das heißt wir brauchen 6. Und da wir die Dinger ja boosten. 6 Stück. Wie kriegen wir jetzt hier 6 Stück rein? So, fangen wir oben an. Die Variante war schon gut. Dann machen wir es auch so. Viel Liebe. So, warte mal, die stellen wir so rum. Bauen wir 8, das müsste erstmal eine Weile reichen. Das könnten wir auch machen. Oder bauen wir 6? Dann müssten wir hier aber die Dings freilassen. Ach, das können wir ja verschieben. Das ist ja keine Pflichtveranstaltung hier. Machen wir doch einfach. Schieben wir die Schieben ein bisschen weiter nach außen. Was soll's? Mann, ey, immer dieses. Obwohl. Ja, nee. Ja, nee, alles klar, gut. Warte nochmal von vorne. So, hier kommt die Schiene lang. Bitte sehr, die. Na, sagt er, ist erst abwarten. Abwarten. Wenn wir jetzt also diesen ganzen Freiraum hier nehmen, na, es ist wieder heute wieder ein Hin und Her. Ihr werdet verzweifeln, genauso wie ich. So, nochmal. Also, das hier oben bleibt definitiv so stehen. Die Frage ist jetzt, ob wir das so bauen wollen. Was ich persönlich ziemlich nice finde. Dann müssen wir aber das Kraftwerk hier noch unterbringen. Das Kraftwerk muss es schaffen, alles zu versorgen. Das Kraftwerk muss da oben ankommen. Da ankommen, diese Minen da abkriegen. Dafür verschwenden wir zwar den Platz, aber der ist halt eben super, weil wir hier nämlich zweimal Holz brauchen. Das ist einfach schon mal klasse. Ne, momentan brauchen wir das Holz nicht. Soll ich den abreißen? Ja, den reißen wir ab, weil wir ihn erstmal nicht brauchen.
sind wir zwar nur bei 70%. Warte, den kann ich ausstellen, den kann ich ausstellen, den kann ich ausstellen, den kann ich ausstellen. Dann heulen die zwar rum, aber das ist ja egal. So, provisorisch schon mal hingebaut. Weil momentan brauche ich es nicht. Hier, mal kurz updaten. Ruhe. Gut, also ich habe jetzt das Kraftwerk hier oben. Wie flexibel ist denn das noch? Bisschen. Ganz minimal. Ganz minimal flexibel. Wie mache ich denn das jetzt? Nicht einfach. Entschuldigung. Das passt nicht. Das passt nicht. Das kann nicht passen. Ne, da fehlen zwei Felder. Das macht aber nichts. Bauen wir es so. Oder bauen wir eine Reihe? Eine Reihe können wir nicht. Aber wenn ich den hier so rübersetze und den so lang mache und es hört sich, und ich sag's immer wieder gern, es hört sich bescheuert an, aber genau hier passt eine Feuerwehr rein. herrlich. Ach, ist das schön. Das Spiel macht tot Spaß, doch? So, jetzt, machen wir einen auf Schiene verlegen. Will er nicht? Ach, das wollte ich schon sagen. Warum nicht? Dann legen wir hier die Schiene so durch. Und zack, hätten wir alle Probleme einmal gelöst. Jarben fertig. Problem gelöst. Sehr gut. Das Ganze bauen wir jetzt so. Bauen das so. Und können wiederum noch mehr Abteile hier bauen. Gut, da bleibt jetzt erstmal ein bisschen was frei. Aber das ist egal. Das können wir gleich noch regeln. Oder wir regeln es sofort. Ja, das lassen wir erstmal so stehen. Es ist ja nicht so schlimm. So, dann steht das Kraftwerk hier. Alle stehen unter Strom. Wunderbar. Jetzt sollen hier die Glühfarbenfabriken hinkommen. Dann kommt hier unter die Maschinenbauerei. Also sprich hier alles, was hier so... Die könnte ich hier sogar ein Stück näher ranholen. Weil so viele Werke brauchen wir nicht. Wenn wir die geboostet haben, und ich habe die ja bis jetzt noch nie geboostet... Ne? Also hier fette Dinger reinholen. So, an ihm geht ja nichts vorbei. Damit würde ich schon mal drei schon mal von vier hier mal ganz ordentlich, ne, von hinten nehmen. So. Dann kommt rein... Wo ich ja denn? Nein, ehrlich ich nicht. Die ich nicht, dass ich die vermessing. Hab ich die da reingepackt? Ja, du Trottel. So, dann kommt hier... Verdammt, jetzt muss ich sie wieder suchen. Halt, da war sie. Nein, das ist die Vermessing. Oh. Suchen. Nein. Nein, da ist sie. Gut. Wo ist derjenige jetzt hin? Hier. Nein, das ist der falsche, das ist der seltene. Ich brauche den epischen. Wo ist der epische? Das ist der epische. 60% Produktivität, Arbeitskraft minus 20, Brandgefahr plus 30. Ich weiß noch nicht. Der hört sich so verlockend an. Mal sehen, ob man nicht da noch irgendwas machen kann.
Ich könnte auch ihn reintun, dann haben wir 50% und 50% Brandgefahr, dann fackelt mir hier alles ab. Nichtsdestotrotz können wir das noch überarbeiten. Am liebsten würde ich da einen 50%iger Boost drin haben. Jetzt müssen wir natürlich noch gucken. Ja, weil das können wir erstmal rausnehmen. Die zwei Sachen sind erstmal definitiv. Da lässt sich nichts dran drehen. Hier oben können wir nicht näher ran. Gut, das heißt, so oder so steht das Ding da. Gut, 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 gut. Jetzt geht's los. Die Dampfwagenfabrik. Die passt hier hin. Ich könnte es hier noch einen weiter nach oben schieben, siehst? Platz zu sparen und hier noch die Ecke mitzunehmen und dann noch so zu machen. Und wenn ich jetzt hier hinten rum das noch platzmäßig kriegen würde, das ist schon geil. Ja, das gefällt mir. Zack. Und das passt sogar. Ne? Also das ist gerade noch so zwei Ecken Luft hier. Ne? Hätte ich noch zwei weiter nach links schieben können. So. Ah, das lassen wir alles so. Das ist gut so. Das ist sehr gut so. Also viele, viele Wagenfabriken kriegen wir da eh nicht ran. Ne, wir müssen das jetzt hier sowieso schon irgendwie stapeln. Ich überlege gerade, ne? Ist es nicht doch sinnvoller, den quer zu legen? Aber es sieht dämlich aus. Der war schon ganz gut so. Das kommt jetzt, wie wir das Problem hier oben nachher lösen. Dann nehmen wir mal an, den setzen wir jetzt hier hin. Gut. Kann ich den denn daneben setzen? Ist er dann... Ah, der wäre noch mit drin. Das heißt, wenn ich die hier unten hinsetze, wäre der dann auch noch mit drin? Nein, natürlich nicht. Aber wenn ich ihn einen noch nach oben setze, den so nehme und ruckzuck. Oh, passt das? Passend tut das. Tut. Dann müsste der Wagen hier drinne sein, richtig? Ja. Gut, 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 gut. Wie ist es? Manchmal, ne? Gibt es Momente im Leben, die sind schon ziemlich geil. Wie kriegen wir das denn jetzt gerade? Ach, was soll's. Wir müssen es ja keinem erzählen. So, pflanzen ein paar Blumen hin und sagen, das sollte so. So. 7 Stück von denen. Und zur Not haben wir, glaube ich, sogar noch Platz für ein 8. Richtig? Och, das Leben ist so schön. Glauben Sie, er hat das alles geplant oder nimmt das einfach so, wie es kommt. Das muss man erstmal hinkriegen, dass hier so diese Ecke hier so abzufeilen. Ne? Gut, hier hinten ist jetzt noch ein bisschen Luft, das gebe ich ja zu. Ne, das könnte man vielleicht noch besser hinkriegen, aber an sich ist das ja schon mal alles ganz geil. Zack, wir haben jetzt hier Felder, 4 Felder noch übrig. Ich weiß zwar noch nicht, was ich da reinstelle, aber letztendlich können wir auch einfach mal sagen, hey, komm, was haben wir hier? Gibt es hier noch irgendwo so eine fette, neues, irgendwas? Löwenstatue, Dings, ha. Anno-Denkmal. Haben wir nicht. Ah, da haben wir so einen 4er. Warte mal, es gibt noch so einen großen Brunnen, oder nicht? Ja, na, also, guck da. Kann das so gedruckt werden? Weil wir kriegen jetzt eh nicht mehr. Wir würden 4 da reinbekommen. Klar würden wir da 6, 7 Stück reinkriegen. Wenn wir es gut machen, kriegen wir sogar 8 rein. Aber letztendlich, die Frage ist, brauchen wir die dann auch? Weil die sind ja jetzt alle dann schon mindestens um 50% geboostet. Ne? Das muss man dabei bei der ganzen Sache bedenken. Ne, und hier oben kommen jetzt die ganzen Glühbirnen ran. So, wie kriegen wir das jetzt mit den Glühbirnen hin? So, hier ist ja auch noch ein bisschen Platz. Die Frage ist, nutzen wir den oder nicht? Machen wir es erstmal glatt und dann schauen wir mal. Weil ohne die ganzen Glühfaden ist der ganze Quark, den wir hier unten veranstaltet haben, schon mal für die Guts. So, zurzeit
weiß ich nicht, was ich dafür nehmen kann. Der Hypnotiseur ist klar, der ist schon Standard, der ist mit eingearbeitet. Ach ja, ich habe doch hier noch irgendwo einen Bergbauer. So, nehmen wir den erstmal schon mal mit rein. Dann können die nämlich schon mal arbeiten. Und dann schauen wir jetzt mal, wie viel Glühfaden wir hier reinbekommen in den ganzen Club. Weil davon brauchen wir jede Menge. Zum Glück besteht er eigentlich nur aus Kohle. Das ist super. Kohle kann man überall anpflanzen, kein Problem. Kriegt man überall. So, das können wir sogar super stellen. Kriegen wir das noch ein bisschen besser? Ja, nicht wirklich. Da ist diese Lösung schon ziemlich gut. Wenn wir diesen Platz hier nutzen wollen. Ja, das können wir ja alles schön stellen. Die lassen sich gut verarbeiten. Zack. Wie schön ist das immer, wenn man mehrere Varianten hat. Überlappter Radius. Ja, so einfach ist es dann doch nicht. Müssen wir ihn doch so stehen lassen, aber wir könnten ihn noch ein bisschen verschieben. Nein, das geht nicht. Jetzt ja. So, also wenn wir ihn jetzt hier hinbauen, dann haben wir hier noch Platz für einen. Dann sieht es aber schon wieder dumm aus. Dann mag ich es lieber, wenn er es mir so macht. So. Ja, ihr habt gerade alle aufgehört zu arbeiten. Ich weiß, entspann dich. Bitte sehr, wenn es nicht anders will. Außerdem können wir es dann gut durchtransportieren. Wie viel können wir da oben noch gewinnen? Das ist die Frage. Wie viel können wir da jetzt noch hier reinpacken? In diesen lustigen Verein. Dann würde der halt mal quer stehen. Das wäre ja an sich nicht schlimm, aber irgendwie gefällt mir das trotzdem nicht. Wie viel kriegen wir denn hier noch rein? Das Kraftwerk verschieben wir nicht. Vergiss es. Unter gar keinen Umständen. Ja, das wird wieder eine geile Aufgabe. Es ist immer, das ist Anno. Anno hat man immer zu tun. Ihn kann ich nicht weiter nach da rüber schieben. Es sei, ich stelle ihn jetzt damit ran. So. Wenn ich ihn damit ran stelle, muss der so. So, nehmen wir das jetzt schon mal als Endphase. Dann kommt er mal kurz hier rüber. Gut, Glühfaden kommt er auch noch mit rein. So, das heißt, der wird auf jeden Fall das nicht mehr schaffen. Oder könnte das reichen? Nee, ich glaube nicht. Aber probieren tun wir es trotzdem. Du stehst nicht zufällig noch im Umkreis? Nein, war klar. Scheibenkleister. So. Gut, dann lassen wir es so. Zack, entspann dich. Nehmen wir doch das, was wir hier haben. So. Genau so sieht's aus. Die meisten gucken eh nur auf die Bilder. Ja. Da haben wir ja viel übrig, das ist ja dämlich. Das ist gar nicht so einfach. Weil ich will unbedingt die Minen unbedingt mit drin haben. Die Minen sind mir einfach immer wichtig. Selbst wenn es hier in dem Fall nur Kohleminen sind. Aber wenn die jetzt schon mal geboostet sind, brauchen die nicht so weit fahren. Jeder weiß, was ich meine. Ne? Da muss man dann eben halt ein bisschen gucken. So. Ja, ihn kann ich dann nicht weiter runterschieben. All die sagenhaften Länder existieren wirklich.
geh mir nicht auf den Sack. Ich muss mich hier noch konzentrieren. Wie viel Platz ist da noch? Da ist noch eine ganze Menge Platz. Die Frage ist, bauen wir diesen Winkel noch mit rein oder nicht? Wie weit kommen wir hier eigentlich? Das ist schon mal gut. Das nehme ich. Wenn ich den jetzt hier rüber schiebe, schieben wir den von der Glühfadenabteilung hier auch hin. Da bleibt in der Mitte mal ein bisschen Platz. Und wenn wir jetzt hier das so bauen, kriegen wir hier sogar wieder ein Häuschen mit rein. Das wäre gar nicht so schlecht. Glühfaden, Glühfaden, Glühfaden. So, und wenn ihr jetzt... Ja, ihr kommt da sogar rüber, selbst wenn die Straße hier noch nicht steht. Ah, es ist ja geil. So. Jetzt nur noch das hier. Das klappt nicht so, wie ich mir das dachte. Aber das ist keine Pflichtveranstaltung hier. Das heißt, wir können den als Quadrat bauen. Also so lang. Zack. Problem ist natürlich jetzt das Abholen. Ne? Das muss jetzt hier alles klappen. Schön, dass das Ding dahin passt. Sonst hätten wir hier ernsthaft ein Problem. So, das ist schon mal gut. Komm. Komm, ein bisschen fürs Auge heute. Nur ein ganz kleines bisschen. Hier. Statue. Was nehmen wir noch? Ach komm, wir pflanzen einen Baum daneben. Achso, habe ich den jetzt provisorisch gebaut? Ja. Perfekt. Den habe ich schon ausgewählt. Super. Gut, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wenn ich das da hinbaue. Rein theoretisch brauche ich da niemanden zum Abholen. Das müsste eigentlich nicht genug sein an Holz, was da kommt. Aber okay, wir lassen es erstmal so stehen. Eine riesige Industrieanlage. Das Problem ist jetzt, haben alle Strom? Bis jetzt? Ja, oh Gott sei Dank. Das war ja schon wieder knapp hier unten. Das ist eine Kunst, immer das zu bauen. Unglaublich, ey. Du musst ja auf jeden Scheiß achten. Wenn du dann Strom nicht angeschlossen hast, ist auch wieder scheiße. Ne, weil die Dinger laufen ja nicht, ne? Die ganzen Dampfwagenfabriken, die laufen ja nicht ohne Strom. So, Glüh. So, perfekt. Stehen sie immer noch richtig rum, sauber. Ja, bauen wir es jetzt so. Ja, es ist. Der letzte ist egal. Egal, wie wir ihn setzen, er wird nicht zufrieden sein. Wir kriegen auch nicht alle rein, ist aber auch nicht ganz so schlimm. Weil die stehen hier unten noch mit drin. Warte mal, sind zwei eigentlich so groß wie eine Dampfwagenfabrik? Das wäre jetzt gut zu wissen. Nein, ist nicht ganz. Aber zwei von denen, glaube ich, ne? Ja, zwei plus eine Schiene plus oben ein weniger. Also es ist nicht ganz, aber fast. So, wir brauchen die Dampfmaschinen jetzt erstmal nicht mehr. Trotzdem müssen wir die irgendwann später vielleicht noch ein bisschen produzieren. Mal gucken. So, zumindest brauchen wir dann das Messing nicht mehr. Das ist schon mal, da sparen wir wieder viel. Ne, weil, wir bauen schon mal eine, ne? Die braucht ja die Gestelle. Und die Dings muss ja die Dampfmaschinen musst du ja mit Eisen und mit Messing herstellen. Das brauche ich ja jetzt nicht mehr. Wir sind bereit, um die Arbeit. So. Glühfaden. Haben wir erstmal wieder alles geschafft. Jetzt schmeißen wir das Ding hier noch an. Oder läuft der schon? Der läuft schon. Ach ja, mir fehlt noch Kautschuk. Bei Gelegenheit, warte mal. Ach, ihr müsst doch hier oben hinkommen. Ich kann man nicht mal 2 Minuten alleine lassen. So, dann hätten wir die Industrie schon mal wieder eingeplant. Ja, aber unsere Glühbirnen kriegen wir hier nicht mehr hin. Die würden zwar schon da passen, aber die brauchen eh Glas. Die können wir auch bei der Glasindustrie aufbauen. Wen kriegen wir jetzt noch? Ein Bergmann. Ja, das ist aber nett. Wollen wir zwar nicht gebrauchen, aber
Schön, dass wir da haben. Ja, weil bei den Quarzgruben kriegen wir die ganze Glasmaschinerie nicht hin. Ne, die sind eben halt gebunden. Ne, außerdem wird das wahrscheinlich eh nicht genug sein, dass wir es importieren müssen, beziehungsweise ranholen von anderen Inseln. Ne? Weil ich möchte hier nachher ja auch noch ein bisschen Fischfang haben, damit die Leute sich hier... Ich möchte so gut wie alles Mögliche versuchen, hier wirklich raufzubekommen. Ne? Und bei den Glühbirnen... Ne, muss ich jetzt eben halt gucken, wo ich die Industrie aufbaue. Um das schon mal im Voraus klar zu machen, da gibt es ja dann auch Items dafür und die boosten sich quasi wieder gegenseitig, ne? Glashütte und Glühbirnen. Ne? Könnte ich hier beides wunderbar zusammenfassen. Ich muss nur gucken, wo ich die hinsetze. Es gibt natürlich noch immer die Möglichkeit zu sagen, nochmal ein Kraftwerk bauen, hier hinten und dieses ganze Gelände nutzen, was ich nicht rentabel finde. Ne, die würden zwar jetzt hier dann die Glühbirnen und alles abholen, aber wenn die nicht ausreichen, können wir die noch ein bisschen erweitern hier hinten. Können wir noch ein paar Farmen näher ransetzen. Ich habe jetzt eigentlich hier vor, ich setze hier einfach nochmal 3-4 Köhlereien hin, guck nochmal, ob ich die vielleicht nochmal geboostet bekomme, damit ich hier die ganze Kohle vor Ort habe und das hier dann schon mal ausnahmslos funktioniert. Ne? Komm, die können wir schon mal aufbauen, dann können wir nämlich die hier hinten schon mal abreißen, die brauchen wir nicht mehr. Die waren nämlich schon mal provisorisch eingeplant. Na, wir können halt nicht alles nebeneinander stellen. Dafür ist das Gelände zu uneben. Na, aber wir haben schon viel geschafft. Na, wie gesagt, bei den Glühbirnen bin ich mir jetzt noch nicht sicher. Da muss ich mir dann den Platz noch überlegen. Es wäre rein theoretisch hier vorne noch Platz. Na, aber knapp durch den Strom hier. Na, also ich kann ja hier mal kurz die Linie ziehen. Eigentlich soll da... die Weltausstellung hin. Momentan ist sie da geplant. Ne? Sie steht aber zurzeit hier. Das kann natürlich auch gut sein, dass sie hier hinkommt, weil ich ja immer noch damit liebäugel, hier die Museen draufzusetzen. Ne? Museum und Dings, dass die hier auf diesen Inseln. Wenn die natürlich da direkt draufpassen, wäre das richtig geil. Na, aber die sind halt sehr, sehr groß. Es kann natürlich sein, dass ich die weiter wegstelle. Die Menschen lassen sie hochleben. Ne? Und man kann eben dann, ne, man kann halt nicht alles haben. Ansonsten haben wir heute erstmal wieder genug geschafft. Ich lade jetzt hier nochmal alles aus. Wie gesagt, die meisten haben noch Items mit dabei. Hole dann noch ein bisschen Kautschuk und beim nächsten Mal ist dann hier auch schon die Weltausstellung fertig. Die werden wir dann hier schon anschmeißen. Und dann geht's immer weiter voran. Und dann machen wir beim nächsten Mal die Glühbirnen. Was wäre dann als nächstes so der Fall, was wir brauchen? Ja, dann kommt die Weinwirtschaft, beziehungsweise die Weinberge und die Sektmachereien hier. Die Sektereien, den Namen finde ich persönlich ziemlich geil. So, und mit dem Bankhaus hören wir heute auf.